Nee. Jeden Sommer das Gleiche. Gesundheit! Ja, danke. Das sollte doch als Berufskrankheit anerkannt werden. Nee, kein Heuschnupfen oder sowas. Nein. Wahrscheinlich eine Grippe oder eine Angina oder eine ausgewachsene Lungenentzündung. Dann wissen Sie auch woher? Klimaanlagen. Klimaanlagen in teuren Autos, um es genau zu sagen. Haben Sie im Sommer schon mal in einem Maybach gesessen? Wahrscheinlich nicht. Ich schon. Allein in dieser Woche. Dreimal. Erstaunliches Auto. Klimaanlage vom Allerfeinsten. Da weht kein popliges Lüftchen aus irgendwelchen Gebläsen. Oh nein. Die Kälte, die ist einfach irgendwie da. Und wenn ich sage Kälte, dann meine ich auch oh, Kälte. Sie könnten in Ihrem Auto das Gebläse auf 18 Grad einstellen? Toll, in einem Maybach können Sie Bier kalt stellen oder Champagner. Was das soll? Sie tragen wenig Pelz, hä? Aber dafür gerne schon mal eine kurze Hose und ein paar Badelatschen. Wissen Sie, wie komisch das aussieht, wenn man aus einem Maybach aussteigt und Badelatschen und Deutschland-Trikot anhat? Und deshalb ist jeder von diesen Nobelschnitten im Sommer auch der reinste rollende Eisschrank. Ich meine, ich darf die Dinger dann in die Garage rein und wieder rausfahren, aber ich darf natürlich nichts verstellen. Weder den Spiegel, noch den Sitz und schon gar nicht die Klimaanlage. Ich stehe bei 30 Grad draußen vor der Tür und steige dann in den Wagen ein bei minus 15 Grad und auf dem Weg zurück, da dampfe ich überall, weil mir die Eiszapfen vor der Nase wegtauen. Und schon fährt der nächste Promi-Schlitten vor. Schlitten. Schon mal darüber nachgedacht, warum das so heißt? Jetzt wissen Sie es. Ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht, ob ich nicht mit Mütze und Strickjäckchen die Dinger einparken soll. Da ist Karl, mein Freund, der Portier, total ausgerastet. Die Leute denken doch, du willst sie verarschen oder willst du ja ökomäßig gegen Klimaanlagen protestieren. Sollte man eigentlich mal drüber nachdenken. Alex, Gäste! Ja, Herrgott, lass es einen alten Opel sein. Und pack ja die Rotzfahne weg! Spüren Sie die eisige Atmosphäre.